Hallo, so meine Lieben, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit behind the scenes hier bei unserem Büro in München im obersten Stock. Also wie ihr sehen könnt, ich habe nämlich Höhenangst. Schwindelfrei darf man bei uns nicht sein. Ich bin nämlich heute am Samstag nochmal extra zu uns ins Büro rein. Warum? Weil ich natürlich, ja, wie du dort sehen kannst, die Kokosnussmilch vergessen habe. Ja, aufzuräumen. Und dann wird die schlecht und so weiter und dann kriege ich geschimpft. Oh, ich glaube, das ist schon irgendwie ranzig geworden. Und dann kriege ich geschimpft von der Assistenz, die hier immer so ein bisschen nach dem Rechten schaut und auch sozusagen, dass hier einfach ein bisschen Ordnung herrscht. Ja, heute möchte ich einfach mal, auch mit dem Grund, warum ich dieses Video hier drehe, einmal ein bisschen mehr noch behind the scenes mitnehmen, was eigentlich mit kleinem Marketing oder generell mit mir und meinen geschäftlichen Tätigkeiten so auf sich hat. Und da werden wir heute mal schönen Call hier machen und letztendlich auch das Whiteboard benutzen und euch nochmal ein bisschen wachrütteln. Ich hatte nämlich heute, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, jemand hat sich bei mir eine von meinen Gratis-Strategie-Sessions gebucht, die man ja bei mir über mein Business, das heißt Thomas Klein Consulting, also kleinmarketingconsulting.com oder klein-marketing.com buchen kann. Und das ist ja eine Gratis-Session, ne? Und das war halt wieder so fatal. Also der hatte irgendwie ein Budget von 3.000 € und da muss ich auch was ändern, dass ich einfach nicht irgendwie samstags mir Termine buchen lasse mit Leuten, die einfach rein nur meine Zeit verschwenden. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit zum Whiteboard. Nicht dieses Whiteboard hier, sondern mein anderes Whiteboard. Ja, das ist Papier, sagen wir mal, CO2-freundlicher. Ich werde es euch hier nochmal gleich auf der Tafel anmalen, aber es ist letztendlich so, dass der irgendwie einen Plan hatte. Ich habe ihn gefragt, okay, wie viel hast du denn vor, letztendlich Umsatz zu machen oder zusätzlichen Umsatz und wo du mich eben quasi brauchst, also oder meine Organisation, um Telefonmarketing zu machen. Ja. Ich gehe nochmal ins Chefbüro rüber. Und dann sagte er, naja, beziehungsweise, wie viel ist denn deine Lösung wert? Dann sagte er, seine Lösung, ja, meine Lösung ist ungefähr 3.000, 4.000 € wert im Monat. Im Jahr, sage ich im Monat, nein, im Jahr. Also der gute Mann hat hier eine SaaS-Lösung verkauft oder das war eines seiner Geschäftsmodelle, wofür er mich quasi wollte, dass ich ihm helfe. Tja, der gute Mann wollte nämlich Folgendes. Er hatte nämlich eine SaaS-Lösung. Er hat mich über YouTube gefunden und er hat eine SaaS-Lösung. Es war eine Mischung aus Software, Schrägstrich Hardware. Ich kürze das mal hier ab. Und das ist quasi für Produktionslinien. Das heißt, dann hat er Lizenzen verkauft und er sagte, okay, meine Zielgruppe, die erste Zielgruppe, das waren so kleinere Produzenten, die zwar groß genug sind, dass sie sich die Lösung leisten können, aber nicht zu groß, weil das nicht so seine Zielgruppe wäre, meint er. Und die haben so 2 bis 3 Produktionslinien in Deutschland. Und da meinte er, okay, dafür würde er letztendlich 3.000 bis 4.000 € Lizenzkosten verlangen im Jahr. Okay, er möchte also mit mir, das ist seine Zielgruppe, dann sein Ziel in Umsatz, also in Euro. Dann sagt er, okay, Ziel in Euro möchte er ganz gerne 3 bis 4 Kunden in diesem Bereich gewinnen, auch pro Jahr. Also 3 bis 4 Kunden, Neukunden auch im Jahr. Ich hoffe, man kann es lesen, weil die Stifte hier sind manchmal nicht ganz so langhaltig. Dann weiteres Problem. Also, ihr merkt schon, es ist sehr problematisch. Der Typ hat letztendlich wirklich meine Zeit verschwendet, aber da kamen noch andere Dinge hinzu, wo mein Geduldsfaden wirklich gelitten hat, muss ich echt sagen. Ja, also er hat sich bei mir einen Zoom-Call gebucht,
Ja, dann hat er den Link nicht mehr gefunden, dann hat er mich angerufen, dann hat er mich aus dem Auto angerufen, ja, dann ist die Verbindung abgebrochen, dann hat er mich heute Morgen angerufen, ah, er hat keine Zeit, ist was dazwischen gekommen, wir müssen den Call um eine Stunde verlegen, ja, das am Samstagmorgen von 11 auf 12 Uhr, wo man letztendlich auch andere Dinge vielleicht noch zu tun hat, auch als Nicht-Familienvater, ja. Naja, okay, dann hier mal hat er gemeint, okay, das heißt, okay, was war denn jetzt, um diese Ziele zu erreichen, was ist denn sein Budget? Und ich habe, so wie ich es auch meinen Kunden beibringe, immer gleich vorweg das Budget abgefragt. Budget, Budget, Budget. Wenn kein Budget da ist oder wenn das Budget nicht passt, ja, ist alles andere nur Gelaber und Geschwätz. Ja? Das heißt, es ist alles nur vergebene Liebesmühe. Und ich habe persönlich für sowas keine Zeit und meine Kunden in der Regel auch nicht. Und er sagt, das Budget ist 3.000 Euro. So, und jetzt sagt er ja, mir ist egal, wie lange du brauchst, du kannst dir auch 6 Monate Zeit lassen, 1 Monat Zeit lassen, aber ich brauche jemanden, der Kaltakquise macht, Telefonakquise, ja, Produzenten im Lebensmittelbereich, das kam noch dazu, ja, was jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist an Produzenten, Maschinenbauer sind da viel, viel einfacher zu akquirieren oder Schraubenhersteller oder irgendwas anderes, Lebensmittelhersteller gibt es zum einen nicht so arg viele. Und zum anderen haben die ganz krasse Auflagen, also da kriselt es auch ein bisschen aktuell, besonders bei den kleineren, weil letztendlich die Energiekosten das sehr stark zugehen. Also okay, wir wollen jetzt nicht das Ganze hier komplett analysieren, es geht jetzt nicht um diese 3 Faktoren. Und da kann ich auch wieder nur sagen, hey, Dirk Kräuter, finde den Fehler, ja, Zitat, Ende, ja. Du hast letztendlich, der hat auch noch andere Businesses, aber er war irgendwie Solopreneur, keine Ahnung, ich habe da nicht richtig durchgeblickt, ja, irgendwo da aus dem Ostdeutschland, das war schon mal, ja, irgendwie auch vielleicht ein Mindset-Problem irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, zu meinen hier 3.000 bis 4.000, so, und jetzt stellt sich die Frage, okay, du rufst jemanden an, also eine Agentur und Spezialisten, und ernsthaft, hast 3.000 Euro Budget zur Verfügung und buchst über jemanden einen Termin und hast sozusagen, also das könnte dir in München, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen, wahrscheinlich auch in Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich auch in Hamburg, es würde niemand auf die Idee kommen, jemanden überhaupt zu, wie soll ich sagen, eine Agentur oder einen Dienstleister überhaupt hier Zeit zu rauben, ja, auch nur eine halbe Stunde mit einem Budget von 3.000 Euro, ja, also gesamtes Budget fürs komplette Jahr, ja, also das ist halt einfach, deswegen auch bitte mein Verständnis, dass ich höchstwahrscheinlich diese kostenlosen Strategie-Sessions einfach löschen werde, ja, und einfach nur noch bezahlte Strategie-Sessions mache, ja, gestaffelt unterschiedliche Preise und vielleicht zu diesen ersten Kennenlern-Callern vielleicht für 49 Euro 20 Minuten oder irgendwie sowas, dass da einfach, mir geht es gar nicht ums Geld, sondern es geht mir um die Zeit, die ich mir dadurch spare und die Nerven und die Energie. Also vor allem der Stress, der dadurch erzeugt wird. Ja, solche Leute, die dann auch noch irgendwie aus dem Auto den Call machen, mich anrufen, dann die Verbindung nicht richtig ist, den Zoom-Link nicht findet, gar nicht wirklich weiß, was Zoom überhaupt ist, ja, also unfassbar. Es geht mir wirklich gar nicht ums Geld, aber einfach, um da eine Hürde reinzumachen. Und das ist letztendlich auch was, wo ich vielen anderen rate, denn die in der Summe, die Quantität an Leuten, also sogenannte Grattler-Kunden, also manche nennen es auch Brokey-Kunden, ja, das sind auf gut bayerisch, also was da draußen auch in der Coaching-Szene und Consulting-Szene so ein bisschen die Runde macht, sind Brokey-Kunden, ja. Und bei uns in Bayern sind es einfach nur Grattler. Ja, schreibt man, glaube ich, so. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, aber es sind einfach Grattler. Ja, und du willst wirklich keine Grattler. Und es ist wirklich keine Übertreibung. Und ich lebe seit vielen Jahrzehnten, seit über 40 Jahren in München. Und es ist halt einfach, wenn du in die S-Bahn gehst, du siehst halt immer mehr, wie soll ich sagen, ungepflegte Leute, sagen wir es mal so. Ja, und das ist leider verwahrlost Deutschland insgesamt so als Markt leider auch ein bisschen. Also ich würde mal sagen, die gute, gesunde Mittelschicht, die siecht ein bisschen dahin. Ja, und es gibt dann oben gibt es natürlich auch ein paar Gewinner, da werden dann so ein paar mehr Millionäre kommen immer wieder dazu, so ein paar alle paar Monate vielleicht. Aber unten wird es halt leider auch ein bisschen,
wie soll ich sagen, crowded. Ja? Und um dem Ganzen, sagen wir mal, mittel-, kurz- und langfristig vorzubeugen, kurzfristig, und das würde ich dir auch raten, würde ich kostenlose Strategiesessions noch stärker vorfiltern. Du kannst dann eben das zum Beispiel bezahlt machen mit einem kleinen Overlust nur, ja, 10, 20 Euro. Das reicht manchmal schon, um Leute abzuschrecken, solche Leute zum Beispiel, dass sie bei dir überhaupt was buchen. Mittelfristig gibt es gewisse Strategien, mache ich auch, arbeite ich auch heftigst dran, möchte ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Das sind dann so Strategien wie Nearshoring, Offshoring und so weiter. Und langfristig Strategien würde ich sogar immer mir noch einen Trumpf im Ass im Ärmel halten, das, oder zumindest den Weg frei halten, einfach den, sagen wir es mal so, den Lebensmittelpunkt zu verlagern. Ja, das hängt natürlich davon ab, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren in Deutschland passiert. Ja, also das ist heute wirklich mal wieder ein schockierender Call. Ich habe schon immer mal wieder so komische Calls auch und da werde ich natürlich auch nochmal schauen. Und es tut mir wirklich leid für diejenigen, die es wirklich ernst meinen mit mir und wirklich gerne auch mit mir zusammenarbeiten möchten und auch wirklich was zu bieten haben für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und auch ein vernünftiges Budget, vernünftiges Geschäftsmodell und so weiter. Und die habe ich ja mittlerweile auch langjährige Kunden gewonnen dadurch. Die sind ja auch erstmal durch so ein Erstgespräch, so ein gratis Strategiesession, dass sich das ja so nennt bei mir, ja, zu mir gekommen, ja, und aber ich muss es eventuell halt ablösen. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Tut mir wirklich leid, ich muss jetzt zum Alnatura ein paar Äpfel kaufen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und es werden heute auch noch ein paar Content-Videos folgen, die wirklich, also die sich auch sogar die ganzen Grattler reinziehen können, die müssen mich nicht mal buchen, ja, vielleicht lernen die dann auch noch was, ja, kostenlos. Also bis dann, ciao. Geil finde und ich kann es wirklich nicht erwarten, jetzt haben wir 1. März, 2. März, endlich mal wieder raus ins Grüne, ja, also nicht ins Grüne, sondern auf die Terrasse und dann da draußen vielleicht mal ein paar Interviews machen, ist auf jeden Fall geplant dieses Jahr und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dann, ciao.